der ist so groß. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schon wieder oder besser immer noch gibt es keine Mehrstaatlichkeit für Menschen aus Ländern außerhalb der CDU, der EU. Obwohl längst überfällig, hat sie ihren Weg in den Vertrag der GroKo nicht gefunden. Gescheitert ist sie wie in den vergangenen Legislaturperioden an der CDU. Übrig geblieben ist ein Kompromiss, die Abschaffung der Optionspflicht. Bislang hier geborene junge Menschen, die sich zum 23. Lebensjahr entscheiden müssen, ob sie die deutsche oder die Staatsangehörigkeit ihrer Elternhäuser behalten wollen oder müssen, werden gezwungen, eine Entscheidung gegen einen Teil ihrer Identität zu treffen. Es ist richtig, diese Zumutung so bald und so schnell wie möglich abzuschaffen. Auch das Einfordern von Integrationsnachweisen bei Menschen, die hier aufgewachsen sind, lehnen wir ab. Als rot-grüne Regierungsfraktion in Nordrhein-Westfalen wollen wir mit diesem Antrag ein Zeichen setzen. Die Bundesregierung muss schnell handeln, denn mit jedem Jahr sind mehr junge Menschen betroffen. Dass die CDU sich nach wie vor einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht verweigert, hat sich auch hier im Landtag gezeigt, als sie die Bundesratsinitiative zur Mehrstaatlichkeit bei 2 Enthaltungen ablehnte. Herr Laschet, ausgerechnet Sie als ehemaliger Integrationsminister stehen mit leeren Händen da, wieder einmal, als Verhinderer der Mehrstaatlichkeit. Sie und Ihre CDU stellen die Lebensleistung der Menschen mit Migrationsgeschichte infrage. Die dürfen zwar arbeiten, Steuern zahlen, investieren, ihre Kinder erziehen, hier wohnen und, aber wählen dürfen sie zum Beispiel nicht, weil sie die staatsbürgerschaftlichen Rechte dazu nicht haben. Und das in einem Einwanderungsland wie Deutschland. Im Vergleich mit EU-Bürgerinnen und Bürgern oder Aussiedlerinnen und Aussiedlern sind sie so gesehen Einwandererinnen und Einwanderer zweiter Klasse, auch wenn sie ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben. Hätte sich die CDU bewegt, dann gäbe es schon seit Jahren die Mehrstaatlichkeit. SPD, Grüne, Linke und auch die FDP sind dafür. Wahrscheinlich könnte ein solcher Beschluss einstimmig gefasst werden im Bundestag. Als Zeichen an die vielen, die zwar Deutsche seien, aber ihre Wurzeln und die, für den Fall, dass sie hier geboren sind, die Lebensleistung ihrer Eltern und Großeltern nicht verleugnen wollen. Was im Koalitionsvertrag herausgekommen ist, ist ein löchriger und schaler Kompromiss und nicht der große Wurf, wie uns manche glauben lassen wollen. Die umstrittene Optionspflicht soll abgeschafft werden. Für die junge Generation ist das ein Gewinn. Für die junge Generation wird die Doppelstaatlichkeit erlaubt, ermöglicht, und sie sind dann die ersten Doppelstaatler womöglich in ihrer Familie. Das ist schade, weil die Eltern ausgeschlossen bleiben. Und schon, man könnte ja meinen, das ist doch selbstverständlich, dass Menschen, die hier geboren sind, hier auch ihre staatsbürgerschaftlichen Rechte erhalten können. Aber schon hört man aus Reihen von CDU und CSU die ersten Stimmungen, die Bedingungen definieren wollen, die von Voraussetzungen sprechen. Von Integrationsleistungen, gute Schulnoten zum Beispiel. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist doch Unsinn. Zum Teil unsinnige Bedingungen haben wir doch schon seit vielen Jahren bei der Einbürgerung. Da reicht zum Beispiel bei einem deutschen Schulabschluss an einer deutschen Schule eine 5 in Deutsch aus, um die Einbürgerung zu verweigern. Wir erteilen solchen Bestrebungen eine klare Absage. Menschen, die hier geboren und sind und gelebt haben und beispielsweise auch die türkische Sprache und Kultur pflegen, sollen auch langfristig über ihren Ausweis dokumentieren können, dass sie unsere Kinder sind. Und sie sollen ihre Rechte erhalten. Einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich hier noch aufgreifen. Was ist mit den Menschen, die schon ihren deutschen Pass abgeben mussten? Meist wird denjenigen, die keinen Beibehaltungsantrag gestellt haben, der deutsche Pass mit dem 23. Lebensjahr automatisch entzogen, ohne dass sie sich bewusst für die eine oder andere Staatsbürgerschaft entschieden haben. Die müssen schnell und unbürokratisch im Rahmen der Gleichbehandlung auch die Möglichkeit erhalten, die denen zukommen wird, die, wenn das Gesetz hoffentlich schnell und bald und vorbehaltslos verabschiedet werden wird, dann was machen können. In diesem Sinne fordern wir die Bundesregierung auf, sehr schnell zu handeln,
sehr gut zu handeln und vor allem halt die Menschen, um die es geht, nicht weiter zu diskreditieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Felte.